Jo, da sind wir wieder bei Tales of Symphonia. So, hier dann gibt's, glaube ich, die nächste Sidequest. Mit ihm reden. Außerwählt, ein Abgesandter des Königs, seiner Majestät, erwartet sie. Was? Seine Majestät, der mein Gesicht nie wieder sehen wollte, schickt mir einen Abgesandten. Warum geht es denn? Hören wir uns mal, was er zu sagen hat. Sir Amigo Dre. Hör zu, mein Name ist nicht Amigo. Ich habe eine Nachricht für die Auserwählte. Seine Majestät bittet um deine sofortige Hilfe. Bitte komm und verzichte zum Schloss. Ist was passiert? Ich kann das nicht hier reden. Prinzessin Hildas Leben steht auf dem Spiel. Bitte hilf seiner Majestät. Prinzessin, was meinst du dazu, Lloyd? Ich bin ein bisschen neugierig, was passiert ist. Gehen wir zum Schloss. So, die Sidequest ist dazu da, dass alle ihren nochmal einen Titel bekommen. Und zwar diesmal nicht nur frei, sondern alle halt. Wie ich eben schon sagte. Auserwählter, gut, dich wiederzusehen. Ach ja, da ihr meine Visage-Genies wiedersehen wollt, dann hätte ich gedacht, dass es eine Zumutung für euch nicht zu sehen. Auserwählter, welche Unverschämtheit. Unverschämtheit? Er ist doch derjenige, der von Zeus gerettet wurde und ihm noch nicht mal gedankt hat. Das kann ich nicht bestreiten. Doch Auserwählter, obwohl ich deine Dreistigkeit sehe, muss ich ihm etwas bitten. Prinzessin Hilda wurde entführt. Gott, Prinzessin Hilda, ist das wahr? Oh, Brian, du gehörst also auch zur Gruppe des Auserwählten? Ja, Hilda, meine Tochter, wurde von der Garde des Patriarchen entführt. Die Typen sind immer nur noch Ärger, Mann. Und, aber was hat er mich rufen lassen? Sie wollen dich gegen Prinzessin Hilda austauschen. Moment mal. Sie wollen, dass sie das ihren Platz einnimmt? Nein. Wir können uns doch nicht erlauben, den Auserwählten zu verlieren. Ich möchte, dass ihr vorgibt, den auszusporen zu können und sie ein für alle Mal erledigt. Ich bin sicher, dass das so glatt läuft. Ich habe kein Problem damit. Seht das, meinst du das ernst? Prinzessin Hilda hat nichts getan, oder? Also ist es eine Gelegenheit, endlich die Dinge mit dem Patriarchen zu regeln. Also gut, wie du meinst, dann helfe ich auch mit. Und das wird er hier mit dir entlang. Was jetzt so Bryant und sein Gefolge angeht, begebe ich zusammen mit den Soldaten zur Brücke von Tefiala. Die Garde des Patriarchen wartet dort. Auf zur Brücke von Tefiala. Gehen wir dann mal unsere hübsche Prinzessin retten. Das dauert aber, glaube ich, ein bisschen länger. Wir müssen danach noch woanders hin. Und dann noch woanders hin und so und so und so. Bla bla bla. Oh ja, bin faul. Lalalala. Für den kurzen Weg nehme ich extra die Rayards. Die Auserwählte und die Prinzessin. Der Auserwählte und Prinzessin treten gleichzeitig vor. Wenn der Austausch vollzogen ist, heben wir die Hänge zu. Sie muss auch nichts passieren. Ich weiß nicht, wir müssen gut aufpassen. Du bist nicht die Prinzessin. Ich bin es. Du kannst diese Augen nicht täuschen. Die Prinzessin ist schlanker als du. Kate, was machst du denn hier? Lauf! Der Patriarch, mein Vater, versucht den Auserwählten und die Prinzessin zu töten. Verdammt! Sie wurde vergiftet. Hey, geht es dir gut? Mein Vater ist im Gaurajabal. Es ist nicht so schlimm. Uns bleibt noch Zeit. Bringen wir sie nach Tokio. Verdammter Patriarch, ich fasse mal nicht, dass er immer noch seine Tochter für solche Dinge benutzt. Wir sollen uns beeilen, der Patriarch kann die Prinzessin töten. Karachabal, stimmt's? Gehen wir. Silos, sind Sie sicher? Sie hat den Halbende. Es geht schon in Ordnung. Sie und der Halbelf, der vor langer Zeit meine Mutter umgebracht hat. Sie beide waren Opfer von des Patriarchen. Ich höre damit auf, Leute zu heißen, nur weil sie Halbelfen sind. Ich verstehe. Oh, sorry. Jetzt geht's zum Gaurajabal, um die wahre Prinzessin zu retten. Also das Spiel, hier kann man mehrere Folgen nur Zeitquests bilden. Ich glaube, es ist schon die dritte oder vierte, die ich jetzt mache. Oder vielleicht sogar die fünfte. Ich zähle die Zeit schon wieder mit. Und das sind so viele Zeitquests. Da kann man, glaube ich, ein, zwei Stunden lang wirklich nur daran rumhängen. Und es sind auch schöne Zeitquests. Einige lohnen sich, also für gute Waffen und sowas. Andere halt für diese Titel. Die sind ja auch ganz schön, wenn man dann halt so fürs Aussehen, wenn man mit anderen Leuten rumläuft. So, ich glaube, die waren am Ende des Gaurajabals. Ich hoffe, nur das muss ich machen. Ja. Bleib stehen! Woher weißt du, wo? Das ist okay, ich weiß, Verräterin. Verräterin? Wie kannst du das sagen? Du hast ihre Liebe missbraucht, du wirst du bezahlen. Sachte, du sollst nicht aufregen, Jo Patriarch, du solltest jetzt aufgeben. Das Kirche war von Anfang an für mich bestimmt. Was daran falsch ist, sich zurückzuholen. Das Glück ist dann so wahr. Bringst du durch? Ist der
Patriarch, das Kind des Bürgerkönigs und einer Bürgerlichen ist. Deswegen konnte Bob Patriarch werden. Genau. Wenn dieser Dude jetzt das Land regiert, gestorben wäre, würde mir das Land gehören. Also müsst ihr euch anmischen. Warum hast du die Prinzessin geführt? Das habe ich keine Verwendung. Ich habe es nur benutzt, um ins Stimulus außer Wild und in den Schoen zu kommen. Deshalb wolltest du, dass ich hierher komme. Wenn ich dich jetzt hier nicht eliminiere, habe ich immer noch eine Chance. Soldaten, wenn ihr sie verdammt mich auch und sollt, holt sie euch. Ja. This is gonna be a piece of cake. Wow. Sie sehen ja cool aus. Aber die dürfen auch gleich kein Problem sein. Ich kann ja mit dem Gucken nicht stark gesehen. 10.000. Komm. So, hier eins weg. So, halt die Male durch. Ja. Nein. China ist gescheitert. Aber das war ja kein Problem jetzt. Du. Also gut, wir nehmen dich jetzt mit Namel Tokio. Oh, du bist gekommen, um mich zu retten. Ja. Ja, es... Sehr lustig, ich wusste, du würdest mich retten. Tut mir leid, Leute. Halt die Klappe. Ritter. Hat die Prinzessin die Außerwelt, die Prinzessin gerettet? Klar doch, bringt den Patriarchen nach Tokio. Weil Prinzessin werden die Soldaten zum Schloss begleiten. Zelos und du? Keine Angst, ich komme später besuchen. Ich verstehe. Herzog Bryant und Gefolge. Danke. Ich fühle mich echt zurückgesetzt. Die Prinzessin geht mir auf die Nerven. Ach, lasse doch. Wir sollten seiner Majestät, seiner Königin Majestät Bericht erstatten. Bitte Teleport, danke. Willkommen aus der Welt, willkommen Herzog Bryant und Gefolge. Ich sagte, wir sind nicht sein Gefolge. Der Patriarch wurde Offizier seines Amtes enthoben und wird befragt. Ich hoffe, dass damit die Sache mit dem Patriarch nicht geregelt ist. In der Tat. Ich habe mich entschieden, einiges zu ändern. Damit mich Leute wie der Patriarch nicht mehr ausnutzen. Ich würde gerne mit der Hilfe des Auserwählten und der Kirche herrschen. Auserwählter, möchtest du mich dabei unterstützen? Nachdem ich meine Reise mit diesen Leuten beendet habe, aber ich finde einen Weg, das Gesetz gegen die Hauptelfen, das vom Patriarch gelassen wurde, aufzuheben. Silas! Ich hätte nie gedacht, dass ich das so etwas vom Patriarch hören würde, vom Auserwählten hören würde. Das wird keine Zeit brauchen. Die Diskriminierung ist unverwurzelt, aber die Aussichten sind positiv. Dann werde ich auch positiv in die Zukunft blicken, nachdem meine Reise mit Light Forever ist. Silas, zur Feier meiner sicheren Rückkehr und der Wiederherstellung deines Namens wird ein Empfang veranstaltet. Du wirst auch daran teilnehmen, nicht wahr? Ja, in der Tat. Sowohl der Auserwählte als auch seine Gefolge haben gute Arbeit geleistet. Ich habe den Hofdesigner angewiesen, für jeden Kleidung zu entwerfen. Wenn sie fertig sind, lasse ich sie zum Haus des Auserwählten bringen. Wir werden euch später das Datum des Empfangs mitteilen. Bitte ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Ich bin wahrscheinlich guten Mut, ja, wahrlich Gutes geleistet. Mein Dank für euch, Elkubis. So, jetzt müssen wir einmal, glaube ich, zu Silas Haus gehen. Wenn ich nicht irre. Und können dort halt die Kleidung abholen. Oder wieso, glaube ich, war das? Okay. Hier. Lord Silas, ein Paket seiner Majestät ist gekommen. Ach, hier, ein Empfang, oder was das war. Kleidung, Einladung für jeden sind gekommen. Toll, was für eine Kleidung wird es wohl sein? Ich kann es kaum erwarten, sie anzuprobieren. Der Empfang findet heute am Empfangssaal. Ich bin noch nie bei einem Empfang gewesen, ich bin nur nervös. Ja, der Empfang ist nur Adligen zugänglich. Dürfen wir da mitkommen? Das geht aber auch noch. Keine Sorge, ey. Nach dem Zeug wird sich schon nicht fertig machen. Wo ist mein Zeug? Oh, es tut mir leid, aber für Sie ist keine Sendung eingetroffen, Sir Amigo. Was? Nein, hör auf, hör zu, der Name ist Lloyd. Du weißt nichts für Mister. Nein, ich bin im Begriff, einen Boten ins Schloss zu schicken. Ich gehe selbst zum Schloss und hole sie. Ihr könnt ohne mich vorgehen. Okay, verlauf dich nicht, du Landei. Wenn ihr zu ihr Landei. Leute ist alleine, jetzt muss ich erstmal zurück ins Schloss laufen, weil die so doof sind und meine Kleidung verschlammt haben. Dumm, Leute, dumm. Ey, ich möchte meine Kleidung. Was willst du? Der Majestät ist bereits auf dem Weg zu dem Empfangssaal. Meine Kleidung ist nicht eingetroffen, was geht da vor? Was? Warte, Moment, ich frage nach. Tut mir leid, aber dass sie warten mussten. Sie wurde in den Umkleideraum gelassen. Ich werde Ihnen mal umziehen helfen. Hier entlang, bitte. Natürlich, immer doch. Kommt her. Was? Nein, das geht schon. Ich kann mich selbst umziehen. Was? Leute, bist du doof? Nein, das wird nicht gehen. Kommt jetzt, der Empfang beginnt bald. Bitte beeilen Sie sich. Leute. 1A. Wir haben Ihre Kleidung im Edelmannstil geschneidert. Das ist halt sehr beliebt. Oh, es steht genau ausgezeichnet. Wirklich?
Also Lloyd kriegt auf jeden Fall seinen Kostümtitel. Edelmann. Aber dann, wir werden sie zum Empfangssaal begleiten. Das finde ich schon selbst. Na, dann sagen Sie nicht so etwas. Gehen wir. Ich will auch solche zwei Dienstmädchen haben. Das war schlimm. Aber gut. Das sieht wirklich luxuriös aus. Mr. Lloyd, nehme ich an. Ihre Begleitung wartet auf dem hinteren Balkon. So, jetzt können wir hier entscheiden, wer von denen es sein wird. Und genau, und der bekommt auch auf jeden Fall seinen Kostümtitel. Ja. Keine Ahnung. Hier, Pusser. Pusser sieht schön aus. Das ist Pusser. Gabe und Gäste warten ebenfalls gespannt auf Ihre Ankunft, Mr. Lloyd. Warum sprechen Sie nicht mit Ihnen, bevor Sie zum Balkon gehen? Ja, ich könnte mit dreien von Ihnen reden oder so. So, das heißt, diese Quest könnten wir nicht machen, wenn wir Kratos genommen hätten, weil wir halt nicht sehr Lust haben, um sie zu retten. So, wir können jetzt, wir sehen hier überall unsere Leute. Wir können mit drei von ihnen reden. Einen bekommen wir durch Lloyd halt, den er sowieso hat. Und einer ist auf dem Balkon. Das heißt, wir kriegen 5 Titel von den 8. Und die anderen müssen wir halt im nächsten Durchgang machen. Ne? Wenn man halt alle will, ich nehme jetzt mal, ich nehme mal ein Brain hier. Stimmt das, Professor? Silas hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Er folgt mir frisch und tritt und nennt mich seine Schönheit. Das klingt nach Silas. Jo. Die Rain erhält die Titel Schönheit. Oh, hier können wir mit China reden. Hey. Stimmt was nicht? Du klingst nervös. Ich, ja, weil ich wie ein von Silas billigen Flittchen aussehe. Überhaupt nicht, China. Killer Body! Danke. Und, ja, komm, wir gehen mal mit Silas zum Schluss. Was meinst du zu meinem tollen Aufzug? Du siehst cool aus. Nicht wahr? Immerhin bin ich der eleganteste Typ im ganzen Königreich. Du kannst tragen, was du willst und bist und bleibst ein Narzisst. Narzis sind selbstverliebte Leute. Ich glaube, es wird jetzt zur Terrasse gehen. Leider war sie verspätet. Tut mir leid, wir sind erst inzwischen gekommen. Böse, ist es nur, dass alle mich besorgt waren. Deine Kleidung ist hübsch bisher. Deine Kleidung ist hübsch? Ich meine nicht nur, die Kleidung ist hübsch. Du siehst auch hübsch aus bisher. Nein, so meint das nicht. Ich wollte nur anmerken, dass dir diese Art von Spitzenkleidung zu gefallen scheint. Was? Ja, vermutlich. Ich verstehe. Von jetzt an werde ich diese Kleidung tragen. Nein, ich meine nur, es ist ein Empfang, deshalb ist es ein Aufgut. Ansonsten ist deine normale Kleidung absolut in Ordnung. Ich verstehe, das ist kompliziert. Macht es keinen Spaß, hübsche Kleidung so zu tragen? Nein, Kleidung dient nur dazu, den Schutz zu erhöhen. Ja, das sicherlich auch. Nein, verstehe. Du hast mir ein Kompliment gemacht. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Und das ist eine liebe kleine Dame. Puh, der Empfang gestern war formeller, als ich gedacht hatte. Tja, für die armen Leute muss es ganz außergewöhnlich gewesen sein. Ich habe dir gesagt, du sollst uns nicht arm nennen. So, mal sehen, haben die jetzt... Die haben ihre Titel nicht geändert. So, holen wir zum nächsten Titel. Jetzt will ich nochmal kurz gucken, ob es jetzt geht, dass ich im Schloss Colettes Titel bekomme. Weil das ist auch ein recht schöner Titel, finde ich. Also vom Aussehen her sieht das schön aus. Mal schnell gucken, obwohl... Na, die Zeit ist eigentlich schon fast um. Machen wir das in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.